Ich gucke hier gleich mal auf 10 Dinge, die man als Modestilbrüche bei formellen Auftritten bezeichnen kann und auf die du vielleicht bei deiner Kleiderwahl achten solltest. Bevor es losgeht, verweise ich dich auf die handgewählte Selektion auf unserer Webseite. Hier findest du Dinge, die Männer einfach interessieren sollten, von Kosmetik über Herrendüfte, Mode und Accessoires und nicht zuletzt eine sehr interessante Uhrenauswahl und alles so ausgewählt, dass es Stil und Prestige für dich steigern kann und du dennoch erstklassige Angebote kriegst, bei denen du nicht zu tief in die Tasche greifst. Klick dich da gern mal durch, der Link zum Shop ist unten in der Beschreibung. Ja, Modestilbrüche, heute scheint ja stilistisch so gut wie gar nichts mehr in Stein gemeißelt zu sein und was früher verpönt war, das ist heute hip. Und ja, die heilige persönliche Freiheit, die steht über allem, auch wenn man sich damit unter Umständen ein bisschen zum Kasper macht. Sei es drum, Mode ist immer lebendig, das heißt Trends, die kommen und gehen und ja, vielleicht kleiden wir uns in 1-2 Generationen wieder alle wie der Vintage-Bursche. Wäre sicher nicht das Schlimmste, was uns passieren kann, würde ich sagen. Hier sind jetzt die 10 Aspekte, die man im Blick haben kann. Nummer 1 ist der Hosenbruch. Das heißt, wie lang die Hose im formellen Bereich sein sollte. Ja, und hier haben wir gleich eine solche Streitfrage. Und viele würden wohl heute sagen, dass alle 3 Optionen mehr oder weniger zulässig sind. Die Option links, bei der die Hose sichtbare Falten schlägt und sowohl oberer als auch unterer Saum des Schuhs verdeckt sind, die wird heute allgemein aber ein bisschen als antiquiert betrachtet und ich muss sagen, da stimme ich auch zu. Wie gesagt, viele setzen aber drauf und unterscheiden sogar noch zwischen Quarter, Half und Full Break. Komplett falsch ist es daher sicher nicht, eher eine Frage des Gustos. Option rechts hingegen ist das andere Extrem. Man sieht die heute vielleicht noch häufiger als die linke und ich persönlich finde, die sieht sogar noch ein bisschen neckischer aus. Lass mich gerne mal deine Sichtweise hier wissen. Ich persönlich mag es, wenn die Hose keinen oder nur einen minimalen Bruch bildet und auf der Höhe des unteren Saums des Schuhs endet. Ebenfalls ein Streitpunkt sind Dressschuhe mit quadratischer Zehenpartie. Diese gibt es bei einfachen Chelseas, bei Budapestern, Norwegern bis hin zu Top Oxfords und selbst bei renommierten Häusern. Da sieht man das dann und wann in den Katalogen. Wenn es diese Schuhe nun gibt, sie angeboten und gekauft werden, heißt das nun, sie sind stilecht? Naja, zumindest fragwürdig. Nach meiner Einschätzung sieht die spitz zulaufende bzw. runde Zehenpartie immer eleganter aus und ich denke mal, das ist auch das, was sich wieder durchsetzen wird. Der visuelle Nachteil des Quadratschuhs ist nämlich, dass er dir optisch den Fuß abschneidet und dich sogar ein bisschen kürzer wirken lässt, da eben nicht, wie es sein sollte, alles schön in einem Fluss erscheint. Beim dritten Fauxpas sind wir uns, denke ich, alle einig und es muss nicht viel gesagt werden, dein Hemd ist unter der Anzugjacke nicht sichtbar. Ist nur eine Kleinigkeit, kann aber wirklich ins Auge fallen, sobald du nämlich in stilsicheren Kreisen verkehrst. Im Idealfall bleibt dein Hemd ca. 1 Inch unterhalb des Sakkos sichtbar. Viertens, ebenfalls eine neuere Unmode ist es meiner Ansicht nach, zu viele Hemdknöpfe offen zu lassen, wenn du keine Krawatte trägst. Hier kannst du aber unterscheiden, denn beim legeren und weniger formellen Blazer ist das schon noch zulässig und eigentlich überhaupt kein großes Problem. Trägst du aber wirklich eine formellere Anzugjacke ohne eine Krawatte, dann lässt du besser nur den obersten Knopf geöffnet. Sieh dir übrigens unbedingt mein Blazer-Video an und wie du dich mit diesem ultraschnell hinaufkleidest und ja, quasi unmittelbar attraktiver wirst. Der fünfte Punkt ist deine Hemdgröße und die ist gar nicht mal so leicht zu wählen. Sowohl ein zu enges Hemd, bei dem die Knöpfe spannen und dein Bäuchlein lustige Würstchen formt, als auch das zu weite Hemd sind problematisch. Du hast hier meistens die 4 Varianten Slim Fit, Modern Fit, Regular Fit und Comfort Fit, wobei ersteres und letzteres quasi nur für sehr schlanke bzw. übermäßig füllige Jungs in Frage kommen. Gehst du auf Nummer sicher, dann kaufst du deine Hemden wirklich ausnahmslos vor Ort in einer Boutique,
wo du dann nämlich in den Genuss von fachkundiger Beratung kommst. Nummer 6. Du schließt beim Einreiher den untersten Knopf. Hier können wir wieder keine Abstriche machen und die Hände sollen dir abfaulen, solltest du es wagen, diesen Knopf anzurühren. Was du aber tun kannst, ist es beim Hinsetzen beide Knöpfe zu öffnen. Sobald du wieder aufstehst, selbst wenn es nur zum Austreten gehen ist, solltest du den oberen Knopf wieder schließen. Beim Dreiknopf-Sakko gilt nach wie vor diese Regel für das Schließen des Knopfes: oben freiwillig, mitten immer, unten niemals. Auch beim 7. Punkt gibt's im Prinzip keine Kompromisse. Dein Unterhemd sollte wirklich nicht hinter dem Hemd hervorblitzen. Das ist auch ein Aspekt, den du schon beim Kauf deiner Unterhemden berücksichtigen solltest, denn viele dieser moderneren Unterhemden, zum Beispiel die im Sportdesign ohne Ärmel, die sind zwar schick und praktisch, passen dann aber nicht, wenn du ein formelles Hemd drüber ziehst. Ein normales T-Shirt schon gar nicht. Auch eine Streitfrage ist ja die Jeans zum Sakko. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, ich habe das in einem anderen Video schon erwähnt, guck dir das gerne an. 9. Ausgeleierter Hemdkragen. Wenn du Hemdträger bist, kennst du das Problem sicherlich. Und so ein eingerollter Kragen, der sieht bei keinem Hemd gut aus, auch wenn es ein informelleres ist. Umgehen kannst du dies mit Kragenstäbchen, am besten aus Metall, die bei vielen Hemden in einen dafür vorgesehenen Kragenschlitz eingeführt werden, beziehungsweise bei besseren Businesshemden, da bekommst du die sogar dazu. Auch hilfreich ist es, wenn du deine Hemden chemisch reinigen lässt, das lässt meist nämlich auch den Kragen länger schön bleiben. Oder eben du setzt von vornherein auf die etwas sportlicheren Button-Down-Hemden, dann allerdings sollte man auf die Krawatte eher verzichten. Nummer 9. Krawatte und Einstecktuch im gleich gemusterten Set kaufen. Das ist wirklich auch wieder ein hässlicher Fehler, der selbst das schönste Outfit zunichte machen kann. Das wirkt nämlich einfach nur billig und geschmacklos und ich habe keine Ahnung, warum viele Anbieter das ihren Kunden überhaupt noch vorsetzen. Kauf das also schön separat und nicht im Set. Last but not least, du übertreibst es maßlos mit deinen Accessoires und auch farblich geht's bei dir kunterbunt zu. Was die Farben anbelangt, kommst du besser, wenn du auf neutrale bzw. gedeckte Farben setzt und du im Idealfall monochrom unterwegs bist, das heißt eine Farbe in verschiedenen Farbtönen, exklusive Schwarz und Weiß. Ja, und was die Accessoires anbelangt, weniger ist oft mehr und Elemente wie Uhr, Ringe, Kettchen und so weiter, die sollten nicht ins Auge stechen, sondern eben nur sehr unauffällige Akzente setzen. Ja, sieh dir gern meine verwandten Videos an, mach den Daumen hoch und lass gerne einen Kommentar da, wenn du uns unterstützen willst. Beste Grüße, ciao, ciao.